Oh mein Gott, Geburtstag. Anouk. Katastrophe. Das sieht aus. Zwei Kuchen. Berg von den Schinken. Aus. Ich weiß nicht. Nee, du weißt es. Warte, warte, das sind alles Sachen. Du kriegst gleich auch was. Aber Mama. Warte. Wow. Warte, warte. Also Tochter muss heute den ganzen Tag auf Toilette sitzen, weil sie darf sich heute nicht irgendwo hin. So, dürfen wir? Nuki, komm! To you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Anouk. Happy birthday to you. Kannst du tätschen auspusten? Genau, und auspusten. Wow, wow. Als erstes. Oh, oh, Anouk, das ist so viel. Wir machen es heute mal anders. Genau. Was denn? Das will ich zuerst auspacken. Das Riesenpaket? Ja. Aber überlegst dir gut, es gibt heute Anouk, nur ein Geschenk. Und wenn du von der Schule kommst, kannst du die anderen aufmachen. Mama, aufmachen. Ich will das Geschenk haben. Das Riesengeschenk? Ja, das Riesenpaket. Ja, dann mache ich für euch alle einen schönen Lippenstift. Und vergiss nicht, das hier habe ich gebaut. Ja, das darfst du auch extra. Mama, aufmachen! Ja. Oh, sind die kleinen Äpfel für uns? Ja, hier ist es. Das ist auch für dich. Und die großen? Das müssen wir aufpacken. Ein Nuckel auspacken. Der Nuckel auspacken. Ja, das könnt ihr schon aufmachen. Ein Nuckel. Gabi, komm, ich helfe dir, es auszupacken. Zerstört in Sekunden. Oh, jetzt meine Mama. Mama, ich wollte auch die Geschenke erst am letzten Schule aufmachen. Ja, gut, dann. Na, eins darf sie aufmachen. Machen wir es nach der Schule auf. Nein. Vorsicht, 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 Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, ganz. Du weißt jetzt nicht, wie das geht. Nein. Du weißt es nicht ganz. Das weiß ich nicht. Oh wow, du hast auch Sticker. Ich hab was ganz anderes, ein ganz anderes Wohnmobil. Juhu. Dann darf ich das haben? Ja, das sind deine Stickers. Soll ich dir helfen, die Sticker? Nein. Oh, hier ist das Grill, Mama, hier ist der Grill. Und die zwei Hände. Da ist das Feuer! Und jetzt machst du die Marshmallows. Der Tisch! Der andere Höcker, der andere Höcker. Und diesen kleinen Kühlschrank gibt und die zwei Dinge. Die Fahrradstühle und die Essensstühle. Das ist kein Essen. Anu, doch musst du das in deine Hand kleben. Die Decken, ja! Ja, wie sind denn die Marshmallows drin? Das ist das beste Geschenk auf aller Zeiten. Das ist dann so ein bisschen
du noch einen fertig machen? Papa, kannst du das Wohnmobil hier rausholen? Oh, Papa, muss ausparken. Zu spielen und es aufzubauen. Also, oh, guck mal, das, was du dir aufgewünscht hast. Das ist mein allerbestes, schönes Geschenk. Das hat sie jetzt immer gewünscht. Ja, oh, ist schwer. Ja, das ist schwer. Weil das ist ja auch extra für Babys ein Wohnmobil. Oh, Babys Baby ist Silber. Oh, wie süß. Ja. Hallo. Wow. Hier ist der Swimmingpool. Und hier vorne kommen die Stühle hin. Aber erstmal Scheinwerfer. Anouk. Guck mal, komm ich das an. Und noch das Bett. Hey, das Klo ist unter dem Wasser. Und hier sind die Hängematten. Die Hängematten. Oh, hier. Hängematten. Wenn ihr wiederkommt, könnt ihr hier mit spielen. Wie kriegt man das da rein? Ganz so gut. Mama, der ist nicht da rein. Papa, der ist nicht da rein. Hier sind die Stühle. Die kommen hier rein. Sieht doch zufrieden aus. Ja, sehr zufrieden. Und deswegen wollte ich auch das Geschenk öffnen. Damit ich hier. Jetzt baue ich den Tisch ab. Du musst es schon aufmachen. Warum ist die nicht geschlossen? Zum Glück habe ich die blauen Gläser gekriegt. Wieso? Ja, weil die einfach schön sind. Ja, oh, ich muss weg hier. Fakt ist, ich habe gestern gekauft und zwar hier so einen Malzbierhalter. Habe ich gekauft. Ist 15. Deutsches Tonfest. 1933 in Stuttgart. Schön mit Emaille. Ja, ist ein ideal Malzbierhalle hier. Gar köstlich. So, die Geschenke sind alle noch da. Das riesen Barbie-Wohnmobil ist weg. Gott sei Dank, das riesen Verpackung. Ding, ey. Schaut mal an hier, ist das ein Klumpen? Irgendwie kriegt man das hier nicht hell in diesem Zimmer. Da muss man noch den Illuminator anmachen und da muss man noch zusätzlich an. Und Schluss und letztendlich ist das hell. Ach, ist das schön. Und Barbie und Ken liegen schon da und schlafen. Ach, Ken. Das ist so ein schöner Sternenhimmel. Ach ja, Barbie. Ich wünschte, wir könnten für immer hier sein. So. Hat Oma erklärt, wer fährt das Auto im Moment? Die Kinder. Sehr schön. So soll es sein. Barbies Luxus. Super Wohnmobil. Würde ich machen, wenn ich crazy bone wäre. Ja, wir gehen jetzt was frühstücken ohne Kinder. Ohne Kinder bin ich alleine und ohne Quaken und alles. Ohne Wegrennen. Ohne Wegrennen. Ohne, alles, ohne alles. Ja, ohne Geld, ohne. Was? Nicht schlecht. Ja. Es ist so toll, mal ohne alles unterwegs zu sein. Hast du keine Wickeltasche dabei? Nee. Keine Feuchttücher? Nee. Nichts dergleichen? Nee. Trinkflasche? Nee. Was zu knabbern? Mm-mm. Ersatz-T-Shirt? Überhaupt nicht. Ersatzhose? Nein. Ersatzschlüpfer? Nein. Und wir werden am Ende dieser Fahrt keine Essensreste im Auto haben. Oder Lutscherstiele. Oder... Pommes. Ja, Pommes halt. Du holst die Fritte da raus, Ist egal, wie er aussieht. Holst die Fritte da raus. Ach, herrlich. Ist das schön. Jeder, der Kinder hat, weiß, was wir meinen. Ich mach zu, ja? Oh, Platz. Platz! Ich weiß, ich so Rückenschmerzen immer habe. Es geht nur wegen dem Auto so. Du bist so klein, Marlies. Was machst du denn? Ist gewohnt, hinten zu sitzen, immer so in so einer Duckhaltung. So. Hm? Jetzt ist immer. Auch so einen frischen Rückenschon.
eigentlich? Oder warum stehen die hier alle so komisch? Hintereinander trinken, ohne ich stört zu werden. Ich glaube, ich passe kaum ein willkommen Worte klein. So, Kaspar, der freundliche Geist. Position. Wer? Was? Rennradposition. Wo denn? Es gibt eine andere Rennradmarke. Kennst du das, wenn die Zähne so hervorquellen? Ja. Dann kennst du das. Quellzahn. Die Quellzahn. Eine sogenannte weltbekannte. Ich würde da auch stehen bleiben. Hä? Ich würde mich da auch nicht durchzwängen. Naja, beim LKW doch nicht. Ja, das hat die ja gerade auch gemacht. Ich hätte es auch nicht gemacht. Naja, der sieht dich doch ja nicht. Auch wenn du daneben stehst. Na gut, das ist jetzt kein so ein hoher. Ja, trotzdem. Aber. Mir wäre es auch zu unsicher, da dazwischen zu stecken. Entweder du bist davor, richtig weit vor ihm, sodass er dich sieht, oder du bist eben hinter ihm. Fahren wir vorbei. Telefonieren quer zur Fahrbahn. So, eigentlich passen ja hier auch zwei lang. Also, wir sind heute verrückt, wa? Ich glaube, ich fahre lieber am Wochenende. Man sagt ja mal Sonntagsfahrer, bloß irgendwie sind die auch am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag nicht ganz beisammen, alle. Ist der Cape Man? Weißt du was? Alter! Heute ist so extrem. Ey, keine Kinder dabei. Jetzt sind wieder die Fußgänger und Passanten und Radfahrer dran. Jetzt mal kurz auf die Konzentration. Ja, echt mal, wo man sonst einfach drüber fährt. So, was man sonst halt gar nicht mitkriegt. Ja, jetzt hat man mal eine Umgebungswahrnehmung und nicht nur eine Innenraumüberwachung. Das ist dann immer was ganz anderes. Weil wenn die Kinder dabei sind, dann hast du immer nur so Innenraumüberwachung. Und die Umgebungswahrnehmung ist wohl offensichtlich sehr beschränkt. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das am Wochenende anders ist mit dem Auto fahren. Ja, und jetzt sind so arbeitsvoll. Heute ist ja voll. Ja, Arbeit und die Uhrzeit. Ja. Nee, ich meine, wenn ich die alle angucke, wann die da ihre Kinder bringen, kurz vor Schluss und dann erst lostrotten zur Arbeit. Das ist halt nicht so. Nicht jeder muss früh arbeiten. Und warum sind denn so viele Baustellen in Berlin? Alle Spureinengungen auf diesen riesen Straßen. Berlin hat so große Straßen und alle Spuren sind eingeengt. Wie brüllt der an? Die Luft oder was? Scheiße, steht er da? Das ist auch blöd, da würde ich mich auch ärgern. Aber ich renne keinen Bus hinterher. Das mache ich nicht. Da ist sich meine Frau zu stolz für. Ist das stolz? Aber ich renne doch nicht da. Ich renne doch keinen Bus hinterher. Nee, dann hatte ich überhaupt nicht nötig. Ich nehme nicht Taxi nötig, aber ich mach das nicht. Und fahre hinterher. Ich fahre ja nur mit dem Bus. Fahren Sie diesen Bus hinterher! Überholen! Aber der nächste kommt ja auch. Genau. Und das ist das Problem heutzutage aber bei den Leuten. Wie Leon so schön sagt, ich kann in 30 Sekunden losgehen. Wenn du das machst und dann hast du die Situation, dass der Busfahrer sich gedacht hat, euch fick ich alle mit 30 Sekunden. Fahr ich mal eine Minute eher an der Busstation vorbei. Ja, stell dir mal vor, auf immer. So, stehst du da.
musst du immer warten, 5 Minuten. Die sind nicht eingeplant, kommst du 10 Minuten zu spät. Ja, ist doch so. Genau das ist es. Keine Toleranz eingebaut. Und wenn du zu knapp losfährst, losläufst, dann bist du halt zu knapp. Dann ist es halt so. Aber das steigt ja aus, oder? Oh, nee, nicht doch. Jetzt gerade? Soll ich mir helfen? Show steckst. Mhm. Was hört sich das an? Das hört sich nicht sehr. Hört sich kaputt an. Nicht sehr gut an. Aber bei dem Auto hörst du wenigstens was. Wenn wir uns das anmachen, da macht gar nichts. Da passiert nichts. Genau. Das wollte ich gerade sagen, da kannst du wenigstens noch eruieren, sagen, oh Scheiße, irgendwie irgendein Luftschlauch ab oder irgendein Scheiß, weil das hört sich nicht nach, das ist ja irgendwas, da kommt ja gar nichts. Die Kompression. Ne? Hier bei den Elektrobombern hier, kannst du ja nicht mehr. Ne? Da kannst du nicht mal eine Schlüssel reinstecken. Ja, das ist dann Schicht einfach. Deswegen kam das nicht mehr in Frage letztendlich. Ist der Polizist auf der Straße. Ich glaube, es ist in der Mitte. In der Mitte. Einfach so. Ligier. Alles meins hier. Ich habe schon mal so coole Ideen. Mhm. Noch saugen und schmücken und kochen. Ach Gott. Ich bleibe aber bei Chili, weil es geht schnell. Das habe ich den alten Namen. Ja, ich esse ja nicht mit. Ich habe auch Würstchen. Ja, ich habe jetzt gerade sowieso keine Hunger mehr. Weißt du, wie das ist? Ja, die kommen ja alle auch erst so spät. Weißt du? Die wollen dann auch was essen nach der Arbeit. Wie fandest du jetzt den Mittagstisch? War lecker. Hat mir auch Spaß gemacht. Also in Ruhe. Totale Ruhe. Totale Ruhe, da wusste man gar nicht, was man sagen soll.
ziemlich laut. Ja, wir sind die Einzigen, die sich unterhalten haben. Ne? Die anderen hatten Handys bei. Ist ja wirklich so. So blöd wie klingt. Die anderen hatten Handys bei. Da brauchst du keine Gesprächsthema mehr, dann guckst du im Handy und dann sagst du, guck mal hier, vielleicht noch. Guck mal hier. Ja, aber guck mal ich. Weil ich gefunden habe. Ach, guck mal die da. Guck mal das da. Haben wir was erlebt? Nee. Musst du erst posten. Und was haben wir heute so gemacht? Unser Haus wird oft fotografiert, ne? Wir haben gepostet, habe ich den Eindruck. Es ist kein Podcast frei. Gar nichts. Ihr kriegt die Krise gerade. Also ich muss ja heute nochmal los. Also kann ich ja hier parken, wa? Oder? Nee, ich muss ja in 2 Stunden eh los. Oder? Ja. Ja, dann packe ich hier und dann ist gut. Also. Meine Geschenke sind ausgepackt. Und es ist schon spät. Gleich 23 Uhr, glaube ich. Manuk spielt immer noch. Zimmer ist wieder erfolgreich verwüstet. Jetzt ist es wieder ein bisschen ordentlich. Ja, und Anouk hat wahnsinnig viele Geschenke bekommen. Hat einen wunderschönen Kuchen gegessen. Und wir sehen uns morgen wieder im Laden. Macht's gut. Bis morgen.